Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Let's Play League of Legends. Ich bin's, der Lü. Ja, und mit am Start ist der Black. Bei meiner ersten Runde League of Legends, genau. Und ja, ich bin mit am Start und wo muss ich denn hin? Sag du musst erstmal, du musst erstmal hier zurück in der Base bleiben. Erstmal ganz ruhig. Okay. Erstmal gehen, jetzt kaufst du dir erstmal was. So, du kaufst dir als Startgegenstände, müsste dir wahrscheinlich vorgeschlagen sein, ein Dorans Klinge, müsste das Item heißen. Oh, Dorans Klinge, 450 Gold kostet das und du kaufst noch einen Heiltrank. Und du kaufst dir noch das Abwehr-Totem. Okay. Genau. Habe ich mir alles gekauft. Ich bin ja so. Der absolute Noob, wisst ihr ja. Welche Stufen soll ich als erstes skillen? Das müsste die W sein. Das heißt, du drückst einmal SRG und W. Oh, jetzt habe ich auch SRG W gedrückt. Das war für mich nicht richtig. bei mir soll das eigentlich die Q werden, aber das ist jetzt nicht so mega schlimm. So, für dich halt zur Information, was kann der Champion? Also du hast, du müsstest mit der E Sicht bekommen. Mit der E kannst du einen Pfeil über die gesamte Karte schießen, damit bekommst du Sicht, wenn du die E dann geskillt hast. Die W ist eine, macht aber keinen Schaden, also ist einfach nur für Sicht, die E. Die W ist eine Salve nach vorne. Und die Q ist, ich glaube, das ist ein passiver Stack. Du baust Stacks auf, die siehst du über deinem Bildschirm sozusagen. Und wenn du 5 Stacks hast oder 3 Stacks, bin mir jetzt nicht sicher, weil der Champion immer mal wieder gepatcht wird. Jetzt komm mal mit. Du musst jetzt hier schon was machen. Was geht schon los? Jo. Ich hab auch noch gar nicht mehr am Start. Macht aber auch nicht mehr Schaden. Das war aber gar nicht so schlecht. Okay, ich warte mal hier rein. Zack. So. So, wir müssen jetzt versuchen, natürlich dann gleich hier die Last Hits auf jeden Fall zu bekommen. So. Ah, das wäre gar nicht so schlecht. Auto-Attacks haben, ne? Und versuchen, die haben auch eine Morgana auf der Botlane hier. Hier, mach den Last Hit. Ja, genau, wunderbar. Wunderbar. Okay. Erstmal ein bisschen ruhig hier anfangen. Ja. So. Ja, ganz genau. Ja. Immer nur die Last Hits. Immer. Hab ne. Nicht die ganze Zeit drauf. Ja, ich weiß. Genau. Ich weiß. So, jetzt kommt der Q. Du musst aufpassen, die Morgana, also das ist genau, die hat genau denselben Charakter wie ich jetzt. Kann mit der Q, was ich nicht geskillt habe, kann die dich binden. Das ist ein Skill, der relativ viel Schaden macht. Jetzt habe ich auch die Q. Ich schieße jetzt mal den. So. Warte mal, ne? So, zack. Welche soll ich jetzt nehmen? Ich habe jetzt auch. Nimm die Q, bitte. Q. Genau, okay. Also, die sind gerade weg hier. Machen wir mal das. So, was bedeutet das Fragezeichen? Dass unsere Gegner aktuell weg sind. Achso. Kriegst du die Last Hits? Ja, wenn ich mir Mühe gebe. Zumal die Animation ein bisschen anders ist als bei. Jetzt. Na, eben nicht. Okay, hallo? sind aber irgendwie gerade überhaupt nicht da. So, die Leute. Also hier. Da sind sie. So, den bekommen. Rauf. Ja, okay, da hab ich schon den Kill bekommen. Sollte ich eigentlich nicht machen, weil war mir jetzt nicht sicher, ob der mich halt noch killt. Unser Botline fehlt halt so halt, scheinbar. Genau zwischen die Augen. Gut, so, jetzt sind wir hier an dem Tower. Bekomme ich einen Tower-Shot. Du bekommst auch gleich noch Tower-Shots. Mach Schaden. Oh, ja. Jetzt hättest du lieber noch einen Schaden machen. Noch einen Auto. Ach so. Mist. Oh, Mist. Ja, SS kam. Bisschen schade. Was soll's? Ich geh mal wieder auf die W, ja? Zum Skillen erstmal. Nee, so, mach erstmal alle drei Skills. Also mach erstmal die E auch noch bitte. Ach so, okay. Genau. So. Na gut, zu spät. Beim nächsten Mal. Sollte ja nicht so lange dauern. Irgendwas kaufen? Wie viel Gold hast du? 566, 570. Dein erstes Item ist die Klinge der Unendlichkeit. Und da hast du verschiedene Teil-Items. Da kannst du zum Beispiel die Spitzhacke. Wie viel hattest du jetzt? 565? Ja. Dann lass halt erstmal. Dann brauchst du jetzt mehr Gold. Okay. Lass halt erstmal. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass man. Gut, ja, aber jetzt würdest du sonst zu lange in der Base stehen und somit noch mehr Gold verlieren. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass man dann immer das Gold, was man gerade hat, versuchen sollte auszugeben. Das heißt, wenn du jetzt schon relativ zeitig gestorben bist, wie wir. Solltest du versuchen, eigentlich hättest du jetzt Schuhe kaufen müssen oder was hättest du mit Pots hättest du jetzt zum Beispiel noch kaufen können oder sowas in die Richtung. Aber lassen wir jetzt erstmal weg. Ich denke, die Botlane geht schon klar, weil gerade auch die Morgana zum Beispiel nicht da ist. Also die andere Morgana. Mhm. Zack. Zack.
So, du musst halt versuchen, also beim Tower gibt es zum Beispiel auch noch. Tower ist schwieriger noch. Ja, genau, Tower ist ein bisschen schwieriger. Die ersten Minions, wenn die zweimal vom Tower angehittet werden, kannst du dann den Last Hit setzen. Bei den Fernkampf-Minions, das sind Magier sozusagen, dein Tower Shot nötig und ein Auto-Attack von mir nötig, damit du den Last Hit setzen kannst. Ha. Ja, wie gesagt, das wird also den richtigen Zeitpunkt abzusatten. Okay. Gut, ja, das ist noch relativ solide in dem Bereich hier. Oh, da hast du jetzt relativ viel bekommen. Ich setze hier gleich mal noch einen Bart rein. Nochmal. So, wir haben Botlane ist immer noch gut SS. Mitte ist noch am Start. Okay. Lalalalalala. Ah, bist du. Wie viel hast du bekommen? Ja, also Morgana ist jetzt wieder da, die andere. So, nicht in nicht in dieses Feld gehen, weil da bekommst du dann halt Schaden rein. So, zack. Ah, das hast du gut gemacht. Das ist gut ausgewichen. Das hat ja schon gut funktioniert. So, und dann versuchen natürlich immer wieder die Last Hits zu bekommen. Ne? Der Supporter. Also die gegnerische Morgana ist das in dem Fall. Versucht natürlich dich zu stören beim Last Hitten. So, wir müssen zurück. Achtung! Ja, ich weiß schon. Ja, lauf weiter. Oh, was hab ich denn gemacht? Lauf du. Fuck, ich hab gefällt. Ich hab leider den falschen Taste gedrückt. Mist. Sorry. Fuck, war schlecht von mir. Ja, ne, auch von mir, weil, wie gesagt, du bist ja wegen mir zurückgerannt. Nee, ich bin. Verdammt. So, gucken wir mal, was haben wir? Nehmen wir uns mal durch das hier gleich mal ein paar Wards. Der Worm ist scheinbar ganz schön hart. Lappen. Gucken wir uns hier mal noch. Das ist eigentlich auch nicht meine Lieblingsrolle hier. Wahrscheinlich werde ich auch nicht die Karte hier einstellen. Aber jetzt könntest du eigentlich nicht mehr boxen gehen. Geh drauf. Auto-Attacks. Hau ja. Nee, du haust gar nicht. Nicht doch? Nee, jetzt nur. Okay. Gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. So, wenn nicht einfach Auto-Attack draufbleiben, wenn du keine Skills hast, du bist AD-Carry, bist ja. Du? Einfach mit Auto-Attacks, so wie du es halt gerade die ganze Zeit bei den Minions halt machst. Achtung, da hattest du jetzt Glück gehabt. Du bist relativ low life, die Morgana ist ja nur 4. Da hast du aber jetzt aktuell keinen Mana mehr. Zurück. Ah, fuck. Verdammt. Der Yasuo, der sackt halt richtig hart. Der nervt mich. So, irgendwas kaufen jetzt. Also ich. Ich soll mir erstmal die Klinge der Unendlichkeit machen. Genau, das heißt, genau. Ich könnte mir da jetzt erstmal die Spitzhacke jetzt oder? Genau. Ja. Wenn, oder am besten wäre es eigentlich, das macht man meistens immer so, dass man auf der Lane bleibt. Jetzt ist das Spiel gerade ein bisschen chaotisch, muss ich sagen, weil der Yasuo die ganze Zeit hier auf Bot rumcampt und es im Allgemeinen ganz schön retarded hier ist. Und dann? Also ich soll mir die Spitzhacke jetzt. Oder was? Ja, genau. Erstmal die Spitzhacke. Schneller als gut. Mein Pfeil? Das glaube ich nicht. Terminiert. Oh, krass. Oh, überlebt! Jawoll! Haha, krass. Aber ich habe auch schon wieder den Kill genommen, aber gut, das war ja auch wieder, keine Ahnung, der Yasuo, der geht mir gerade ein bisschen hier auf den Sack. Das ist der Midlaner eigentlich. Mhm. Aber naja. Okay, was haben wir noch? Was könnte ich mir noch gönnen hier? Könnte mir jetzt hier erstmal das Item vielleicht gönnen, ja. Okay. So, also was hattest du? Hattest jetzt die Spitzhacke, das ist relativ okay. Du brauchst halt definitiv mehr Last Hits, ne? Aber gut, momentan ist es ein bisschen schwierig. Ja. Ich werde jetzt mal versuchen, mal ein bisschen hier auszuleuchten in unseren Jungle. Damit wir da mal ein bisschen Sicht bekommen. Damit dieser Yasuo nicht die ganze Zeit, uns campen kann. Mhm. So. Wichtig ist dann natürlich immer in der Nähe der Monster natürlich versuchen zu bleiben, auch wenn man gerade irgendwie ein bisschen zurückliegt. Ja, so funktioniert schon mal ganz gut. Unser Bot-Lane-Gegner, der Graves, der wurde jetzt schon gekillt. Das ist ja schon mal ganz gut. Bei der Yasuo, der hat sogar schon eine Monster. Der ist sogar ein bisschen höher.
Das ist schön. So, Ulti habe ich jetzt auch. Was kann die? Die Ulti ist ein Pfeil. Das ist auch eine Global, ein Global Skill. Kannst du über die gesamte Karte eigentlich feuern. Und wenn er auf einen Gegner aufkommt, stunt er ihn für 1 oder 2 Sekunden und macht halt, glaube ich, 200 bis 300, 400 Schaden, je nachdem, je nach Stufe und je nach Skills. Yasuo kommt jetzt zum Beispiel wieder runter, siehst du? Hier zum Beispiel in der Mitte, weil der Yasuo, das heißt, gleich auf jeden Fall zurückhalten. So, der wird halt auf jeden Fall jetzt gleich wieder runterkommen. Aber ich bin schon mal hier in Alarmbereitschaft etwas. Aber konzentriere dich erstmal auf die Last jetzt. Probier erstmal, ich kann den ja noch ein Stück weit aufhalten. Okay. Alles gut. Ne, Yasuo ist jetzt wieder in der Mitte, das heißt, du kannst jetzt, dich jetzt wieder komplett auf die Last jetzt konzentrieren. So. Ja, hast du ihn bekommen? Nein. Kannst zum Beispiel auch. Fehlt halt noch die Übung, ne? Du kannst, fehlt die Übung, das ist ein bisschen schwieriger. Du kannst zum Beispiel, wenn du das mathematisch ausrechnen willst, kannst du zum Beispiel deinen Angriffsschaden, der links unten ist, kannst du zum Beispiel nehmen, dann bin ich zum Beispiel bei 69, wie fährst du? Ich sehe das jetzt wegen der Zahl nicht, 98 oder so in die Richtung. Und die Anzahl der TP des Minions zum Beispiel. Jetzt hat das zum Beispiel, was ich angeklickt habe, gerade 350 oder sowas in die Richtung. Ich hau das mal ein bisschen runter hier. Also auf 212. Jetzt 44, jetzt hast du den bekommen zum Beispiel. Okay, so, es fehlt halt immer noch unsere komplette Botlane, die ist halt irgendwo komplett woanders. Das heißt, wir sollten jetzt versuchen, jetzt diesen Tower hier ranzupushen. So, das heißt, ich schick mal ein bisschen mit hier. Vorsicht, Vorsicht. Was denn Vorsicht? Achso, das bin ich. Das wäre die andere Morgana. Nee, das bin ich. So, zack. So, Mitte macht das schon mal ganz gut. Also, jetzt können wir hier den Tower mal ranpushen. Also, das heißt, wir hauen den Tower jetzt weg. Dadurch, dass der Tower weg ist, haben wir den Vorteil, dass wir hier diesen gesamten Bereich, ich pinge das mal auf der Karte hier ein bisschen, diesen gesamten Bereich können wir somit für uns ein Stück weit mehr nutzen. Jetzt müssen wir nochmal wieder zurück auf die nächste Wave warten. Wieder auf die Last Hits achten. Ich gehe nochmal ein Stück weit warten. So, also einmal. Zack. Einmal. Zack. So, und Botlane kommt auch gerade wieder runter hier. Aber ich bin, du kannst immer noch, wenn du den Tower, mach den Tower. Ja, ich hau, ich hau. Oh mein Gott. Kannst mich ruhig Black nennen, weißt du doch. Zurück. So, jetzt musste ich hier mal flashen. Und die werden versuchen, trotzdem mich irgendwie hier zu holen. Komm zurück. Wo bist denn du? Ah, da. Ja, die werden jetzt auf jeden Fall greedy hier. Die wollen mich jetzt hier unbedingt nehmen. Ah, jetzt habe ich auch das Entzünden. Ja, aber die sind alle tot. Die sind beide tot. Mach die R hier hin. Mach die R. Hast du schon? Die R, dahin. Ja, die R ist weg. Die hatte ich so um den einen zu down. Achso, okay, gut. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Hast du den bekommen? Ah, den hast du sogar einen Kill bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja gut. Ja, finde ich auch. Das ist doch wunderbar. Super. Sind auf dem richtigen Weg. So, kann ich mir noch irgendwas gönnen? Ist ja der Pinkwart, der steht auch noch. So, es gibt hier auch übrigens für dich, das so, damit du das weißt, es gibt verschiedene Arten von Warts sozusagen. Ja. Es gibt den Pinkwart, der ist für alle einsehbar. Und dieser Pinkwart hat die Funktion, dass wenn jetzt zum Beispiel in dem Gebüsch, also hier zum Beispiel, gegnerischer Ward steht, kann ich den entfernen. Das heißt, der deckt auch andere, der deckt unsichtbare Einheiten auf, der deckt gegnerische Wards auf und ich kann das dann somit sehen oder halt entfernen. Ja, und der bleibt halt permanent. Ja. Kostet allerdings ein bisschen mehr. Du selber hast zum Beispiel auch einen Ward bei dir. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel mal hier in das Gebüsch zum Beispiel eine 4 reinmachst, mach mal in das Gebüsch eine 4, kannst du zum Beispiel hier einen Ward reinsetzen. Ja, genau, jetzt hast du einen Ward reingesetzt. Aha. So, und das bleibt halt 90 Sekunden. Und, ja. So, farmtechnisch bist du zumindest nicht so ganz so schlecht wie bei den anderen mit dabei. Also, die anderen sind auch nicht viel besser. Botlane-Gegner, ja. Der ist scheinbar auch so ein richtiger Noob. Oh. Achtung! Oh, nee, das ist alles gut. Das ist nur ein Skill. Und das hat zum Beispiel keinen Sinn gehabt, weil das der Skill ja keinen Schaden macht. Ja, so, komm, zurück. Ja, du kommst wieder. Ich bin gehalten.
verdammt. Ah, schade. Okay, zurück, zurück, zurück. Du musst zurückgehen. Achtung. Du musst zurückgehen, der ICU, ja, der nimmt dich. Zurück, bitte. Also einmal mit B, Backport. B, B, Backport. B, B, alles klar. Genau. So. Okay, ja. So, wir haben auf jeden Fall Yasuo gerade gekillt auf Botlane. Das war doch schon mal ganz solide. Ich arbeite am besten aus der Ferne. Okay. Ich habe mir direkt mal die restlichen Unter-Items gegönnt von dem Dings, was du mir da empfohlen hast. Ich nehme an, das Pflege der Unendlichkeit erstmal. Ja, das ist okay. Ah, konntest du dir gönnen? Das ist ja schon mal gut. Ja, genau. Das ist okay. Mantel des Geschicks und Riesenschwert, die klingen ja noch nicht ganz. Ja, das ist okay. Also du hast jetzt auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Schadensoutput. Also wie gesagt, im Normalfall macht man es halt wirklich so, wenn du lang genug auf der Lane bleibst, das ist auf jeden Fall auch machbar, dass man halt erstmal das Riesenschwert kauft. Das heißt, man fällt und man bleibt auf der Lane zurück. Oh, das war gar nicht so schlecht. Ah, schade, komm drauf. Ja, das ist gut. Bleib drauf. Sichtfeld macht er. Ja, bleib. Ja, ein Kill! Yay! So, okay, gut. So. Jetzt wieder auf Last Hits konzentrieren. Wir haben zum Glück das Glück, dass unser Gegner halt nicht da ist gerade. Also unser anderer Ali Carry. Jetzt wäre das wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal deutlich schwieriger hier. Aber es ist halt. Manchmal hat man das Glück, aber. Wie gesagt, ach, doch, von hinten. Oh, der hat schon seine Ulti direkt gemacht. Auf. Ja, hast du den Ding? Ja gut, hab ich bekommen, okay. Ich hab scheinmal einen etwas größeren Schaden noch. Okay. So, jetzt ist hier relativ... dass du einen großen Schaden hast, okay, das weiß ich ja schon. Jetzt gehen wir mal auf jeden Fall nochmal zurück, weil du siehst ja, unsere Lane ist relativ rangepusht. Wir haben jetzt hier, zum Beispiel in diesem Bereich, haben wir hier überall keine Sicht. Das heißt, rein theoretisch könnte jetzt jederzeit irgendwie ein anderer von unserem Gegnerteam kommen und uns halt dort wegklatschen. Ne? Man muss halt auch bedenken... verdammt. Man muss auch bedenken, wir sind auf der Botlane. Das bedeutet, wir sind zu zweit auf der Botlane. Das heißt, wir teilen uns die XP. Das heißt, die anderen Lanes sind automatisch höher vom Level. Das muss man auch nochmal so mit betrachten und sehen. Aha. So, das heißt, die können uns halt locker wegklatschen eigentlich. Außer du bist halt jetzt wirklich richtig stark. Und so schlecht stehen wir eigentlich auch gar nicht da. Also ich bin jetzt 3-3, du bist 2-2. Das heißt, wir haben beide schon mal 5 Kills. Das ist die Hälfte von den Kills, die wir jetzt in unserem gesamten Klinge Team bisher gemacht haben. Klinge der Unendlichkeit ist übrigens fertig, ja. Okay, wie viel Gold hast du jetzt noch gehabt? 670. Okay, da hättest du jetzt noch Schuhe kaufen können, aber ist jetzt egal erstmal. Ja. Also wie gesagt, erstmal Klinge der Unendlichkeit, das ist meistens so der Standard-Item auf den AD-Carries. Und dann kannst du zum Beispiel noch, erstmal die Schuhe zum Beispiel noch bauen. Und dann... Meine Leute. Morgana weiß aber zumindest, wie sie spielen soll. Die ist nicht ganz so schlecht. Okay. So. Ja, dann hast du es aber bekommen. Achso. Ja, ich geh mal ganz kurz warten. Hier nur eine Runde. Kleine Runde machen wir hier. So, okay. Der hat hier gut kassiert, der Junge. So, dann kann man hier zum Beispiel noch ein Ward reinstellen. Dann stelle ich hier auch nochmal was rein. Okay, dann haben wir wieder. Oh, da kommt die Morgana. Nee, alles gut. Also der Skill. Du musst halt auch jetzt bedenken, wir sind jetzt schon überlegen. Also wir sind schon gut mit dabei. Du bist Level 10. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Hausnummer. Du hast 2 Kills. Und du hast jetzt auch dein erstes Item fertig. Das ist ein großer Power Spike. Das ist wirklich sehr, sehr viel Schaden, den du jetzt halt auf jeden Fall anrichtest. So, das heißt, wir pushen jetzt noch hier diese eine Wave ran. Und gehen dann mal auch immer auf andere Lanes. Jo. Und immer versuchen natürlich die Last Hits zu bekommen. Desto mehr Items du hast, desto einfacher ist es natürlich, dann die Last Hits zu bekommen. Du machst natürlich mehr Schaden, ne? Ist ja logisch. Klar. Okay, gehen wir mal in Richtung Mitte. So, diesen Kruftkrabbler können wir hier meinetwegen noch machen. Immer hau mal drauf. Bekommst du das Gold noch davon? Okay. So, dann platziere ich hier mal ein Ward noch rein. Und dann komme ich mal jetzt in die Mitte direkt. So.
So, zack, wunderbar. Einfach abgeholt. So, jetzt können wir hier auch den Mid-Tower ranpushen. Das sind mehr tolle Türme, die im Early Game ranpushen, desto eher hat desto eher haben wir mehr Fläche, wo wir uns bewegen können. Und der Gegner muss natürlich auch deutlich mehr aufpassen werden, dadurch, dass die Tower halt auch weg sind. Und es ist halt auch noch so, dass jeder Tower, glaube ich, fürs gesamte Team, glaube ich, kommt auf den Tower auch drauf an. Ich glaube, die ersten Tower geben 150 Gold. Du gehst zurück? Ich glaube, ich werde zurückgehen, weil alle Lanes gerade rangepusht sind und man jetzt eigentlich nichts machen kann. Außer jetzt vielleicht im Jungle ein paar Creeps machen kann oder sowas in die Richtung. Wir können ja mal hier, ein paar Jungle Creeps machen, weil die Lanes halt schon rangepusht sind. Und wenn wir jetzt dort rangehen würden, dann, keine Ahnung, dann könnte von hier zum Beispiel jemand kommen, wo wir keine Sicht drauf haben und so weiter und so fort. Okay, so, jetzt gehe ich aber halt wirklich zurück. Und wobei, du kannst hier noch den Red Buff hier holen. Das ist hier, keine Ahnung, es gibt zwar im Jungle gibt es hier zwei Buffs. Einmal gibt es den Blue Buff, der reduziert den Cooldown und hat eine gewisse Mana-Regeneration. Jetzt können wir zurückgehen. Dieser Red Buff zum Beispiel, wenn du Auto-Attacks machst, wird der Gegner verlangsamt und macht auch noch einen gewissen Schaden, also einen kleinen Dot über Zeit jo. Halt. Was kaufe ich? Du kaufst jetzt erstmal die Schuhe, das heißt, die müssen auch vorgeschlagen sein, das müssen Beinschienen des Berserkers? Genau, oder? Genau, das sind die richtigen Schuhe okay. Dafür. Ich habe auch ziemlich Fail gekauft, aber vielleicht kann ich hier nochmal was ändern. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen warten. Na egal, ich gehe erstmal nochmal zurück. Ich habe ein bisschen doppelt gekauft. Okay. Und du hast ich auch, ich habe hier, glaube ich, was doppelt gekauft. Du kannst es ja alles zurückkaufen. Achso, ja. Na gut, jetzt hast du es doppelt gekauft, ja. Jetzt hast du es wirklich doppelt gekauft. Du hast doppelt Schuhe gekauft. Geh lieber zurück, das sieht richtig noobig aus. Mach mal, geh lieber zurück. Okay. Ja, jetzt kannst du Wie kriege ich die zurück? Jetzt kannst du das leider nur noch verkaufen, weil du schon rausgegangen bist aus der Base. Ansonsten hättest du einfach auf Rückgabe gehen können in der Base und dann hättest du das ohne Kosten zurückerstattet bekommen. Jetzt bekommst du halt nur noch, ich glaube, nur noch ein Drittel. Das heißt, dann hast du jetzt. Wo verkaufe ich die? Du klickst auf das Item und klickst auf Rückgabe oder Verkaufen. Aha, okay. Geschafft? Und das hier auch, ne? Ne, warte mal, den Dolch kannst du lassen. Geh nochmal auf Rückgabe. Na gut, dann genau, über Rückgabe und jetzt gehen wir halt mal wieder auf die Lane. So. Okay. Gemeinsam sind wir stärker. So, sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Wir stehen 16-7-7. Das ist schon mal auf jeden Fall ganz gut. Terminiert. Wo sieht man das? Rechts oben. Ach so, da hast oben du da die ganzen Daten. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch Tab aufrufst, dann siehst du zum Beispiel halt auch deine, wie du dastehst, wie deine Gegner dastehen und so weiter und so fort. Jo, okay. Das glaube ich nicht. Verliert nie das Wesentliche aus den Augen. Okay, hier unten gibt es gerade Action scheinbar. Hier kommen welche zu mir, glaube ich, in die Richtung. Ja, genau. Da kommen gerade auch wirklich welche zu dir. Ja, zurück. Ja, das hat mich erst drauf. Bin spät. Naja, aber getroffen. Jetzt geht's. Oh, ich mache hier scheinbar extrem viele Kills. Das macht ja, dann eigentlich der, halt der überhaupt nicht. Der übliche Supporter, aber, ne? Ja, genau, der übliche Supporter, ja, genau. Oh, die haben schon aufgegeben. Das war auf jeden Fall mal eine sehr, sehr schnelle Runde. Okay, war auf jeden Fall witzig. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal im Weihnachtsspezial, werden wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge auch gleich im Anschluss machen. Auf jeden Fall. Ja, und da habe ich den Dü abgewürgt. Ich habe einfach auf Weiter geklickt und damit wird ja dummerweise die BL-Aufnahme beendet bei LOL. Also, naja, hört ihr seine schöne Abmoderation nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da bei mir. Wenn ihr seine Worte hören würdet, müsst ihr natürlich auf seinem Kanal nochmal reinschauen. Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Könnt ihr seine Sicht sehen. Er ist auf jeden Fall der bessere Spieler, brauchen wir nicht drüber reden. Und ich hoffe mal, es hat euch trotzdem gefallen. Daumen nach oben wäre schön. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt oder nicht, sagt halt einfach Bescheid. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Ach so, eins noch.
Es gibt noch eine Folge. Also eine gibt's noch nach der nächsten. Morgen kommt wieder Dota und danach kommt noch eine Folge von LOL. Und ja, ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Jetzt aber. Tschüss.